sind ausgetauscht. Da sehen wir auch nochmal die beiden Schiris aus Frankfurt und Niederolm. Gute Trefferquoten vorweist. Godrin verteidigt. Auf der zweiten Position von links gesehen und entlastet dadurch Pregler. Godrin. Da machen sie noch richtig viel draus, dass auch da der Keeper ins Spiel kommt. Und jetzt regelt Köster einfach alleine. Davidson. Kirkelücke. Ist das stark? Arm geht früh hoch, Skorlebatze sucht Horsen und der macht das Ding! Von Horsen wirklich zum Zungenschnalzen, wir sehen's. Eigentlich irgendwie ganz, ganz starker Treffer vom Slowenen. Ballkontrolle und Abschluss, quasi eine Bewegung. Den hat er ja antelefoniert. Juri Knorr. Lindenkrone. Und Köster geht jetzt voran. Irgendwo kriegt Grötzki den Ball doch noch her. Köster. Schlurov hat sich das bei Köster abgeguckt. Gibt jetzt den Torhüterwechsel bei den Löwen. Mit einfachen Mitteln. Der nächste Hammer von Schlurov. Wahnsinniges Pensum, was Pregler da abspulen muss. Hinten wie vorne Köster. Skorbrevace macht das nochmal. Richtig stark mit dem Dreher. Die letzten Hoffnungen. Aktion von Julian Köster gegen Kirkelücke. Erst laufen gelassen, dann gibt es doch noch die 2 Minuten. Und das ist dann gleichbedeutend in dieser Zeitspanne haben es die Löwen dann auf den Punkt, wenn man so will, fertig gespielt. 28 zu 26.